Die Energie der Region. Wahlkampf geht in den Endspurt. Vogtländer des Jahres ist wütend. Bernd Stubenrauch spricht Klartext und Fashion Outlet in Pölbitz bleibt Streitpunkt. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ihrem Abendmagazin Tag aktuell vom Dienstag. Es war eine anstrengende Zeit für all diejenigen, die in den zurückliegenden Wochen und Monaten in Sachen Wahlkampf unterwegs waren. Nun gilt es bis zum Wahltag am kommenden Sonntag nochmal richtig zu punkten bzw. Wählerstimmen zu sammeln. Wir haben uns mal umgeschaut, was die Repräsentanten der einzelnen Parteien so vorzuweisen haben, was sie gerade ärgert bzw. wie ihre Visionen so aussehen. Hallo, liebe Zwickauer. Mein Name ist Karin Pfau. Ich bin 61 Jahre alt, Mutter zweier erwachsener Kinder und kandidiere für die SPD im Zwickauer Stadtrat. Die Arbeit im Stadtrat war für mich sehr lehrreich, da es meine erste Legislaturperiode war. Geschafft habe ich trotzdem schon einiges, bin ich auch stolz drauf, wie zum Beispiel den Briefkasten und den Weg da vorne. Das ist der genau vorhin erwähnte Weg. Da hier in E1 viele Rentner wohnen, war das eine richtige Stolperfalle. Also viele sind auch schon gestürzt. Und jetzt können wir zufrieden und glücklich sagen, es ist gemacht. Und alle Rentner können vernünftig einkaufen gehen. Und neben den bereits erwähnten Dingen sind ja hier in E1 noch andere entstanden. Genau. Also hier sind wir jetzt in unserem wunderschönen kleinen Eggersbacher Park. Hier ist in den letzten Jahren viel entstanden, viel Positives gemacht worden für die Einwohner. Und ich habe im Stadtrat jetzt dafür gesorgt, dass es hier in unserem wunderschönen E1 spätestens Ende nächstes Jahres wieder Laternen gibt und dass man auch dann abends mal rausgehen kann. Nachdem wir uns in E1 umgeschaut haben, sind wir jetzt in E5 und die SPD-Fraktion hat ja auch maßgeblich dazu beigetragen, dass wir hier im Hintergrund das wunderschöne Stadion sehen. Ja, es ist nicht nur das Stadion, da sind wir natürlich ganz besonders stolz drauf. Im Übrigen auch auf den Klassenerhalt unserer Mannschaft. Aber wichtig ist ja auch die Kiddies, dass sie sicher hinkommen in die Kindergärten. Und ich bin stolz drauf, dass der Stadtrat auf unsere Initiative hin die Mittel eingestellt hat, dass diese Zuwegung hier aufgemacht wird, saniert wird, damit eben die Eltern sicher ihre Kinder direkt in die Einrichtung bringen können. Und natürlich auch, dass im Zweifelsfall Rettungsdienste sehr schnell hier vor Ort sein können, was zurzeit eben nicht gegeben ist. Und darauf bin ich sehr stolz. So, und zum Schluss möchte ich Ihnen noch sagen, wer Probleme hat, die müssen wir natürlich kennen. Deswegen bitte ich Sie, sich an uns zu wenden, damit wir sie lesen können. Dankeschön und eine wunderschöne Woche. Beim lokalen Wahlkampf sind es die lokalen Themen, mit denen die einzelnen Parteien punkten wollen. Im westlichen Abschnitt des Zwickauer Stadtteils Marienthal ist die Nahversorgung seit Jahren Gegenstand zahlreicher Diskussionen. Der AfD-Stadtrat Sven Itzek hat sich für eine Lösung stark gemacht und aktuell bewegt sich was im Bereich Waldstraße, Heinrich-Braun-Straße. Ein Bagger arbeitet sich derzeit vorsichtig durch das Erdreich. Hier soll ein Supermarkt entstehen. Was passiert hier im Moment? Sie sehen es gerade, Sie sagten es, ein Bagger steht da. Die Denkmalschützer sind am Tun, also sprich, es werden archäologische Ausgrabungen vorgenommen. Und im Moment wurden Balkenlagen aus dem 15. Jahrhundert, wo noch keiner genau weiß, woher die stammen, ob es ein Siedlungsgebäude war oder ähnliches. Das wird hier derzeit untersucht. Sven Itzek beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Nahversorgung in Marienthal. Ich wurde also im Juni des Jahres 2017 von dem derzeitigen Projektentwickler der RTL-Gruppe angesprochen, dass sie hier ein Vorhaben entwickeln würden, um den Notstand zu beseitigen. Daraufhin gab es eine Abstimmung, ebenfalls im Juni mit unserer Baubürgermeisterin, mit der Frau Köhler, um die kritischen Punkte im Vorfeld zu beleuchten. Wenn ich sage kritische Punkte, sind es einerseits die Anwohnerinteressen auf der anderen Seite und hier auch in dem Gebiet, wie in vielen in Zwickau, die Wasserhaltung, insbesondere bei Starkregen oder bei Unwettern. Wir haben hier einen Bachverlauf. Dies galt alles im Vorfeld zu beleuchten und zu besprechen. Das wurde dann getan. Sie sehen ja heute, wir sprechen jetzt im Jahr 2019 miteinander. Im Jahr 2018 im Februar titelte die Freie Presse,
die letzte Chance für einen Nahversorger im Mariental. Das habe ich damals genauso gesehen und ich bin heute froh und glücklich, dass wir das gemeinschaftlich mit der Baubehörde, auch insbesondere mit dem Engagement der Baubürgermeisterin Frau Köhler hier miteinander zu Wege gebracht haben. Und was sehr bemerkenswert ist, es gibt jetzt seit circa einem Monat, anderthalb Monat die Baugenehmigung. Die Baugenehmigung für dieses Projekt, insbesondere durch die frühzeitige Bürgerbeteiligung im Vorfeld, wurde ohne Widersprüche und ohne Einsprüche von seitens der Behörde genehmigt. Also kann man doch resümieren, dass das alles das, was im Vorfeld getan wurde, wir sprachen schon darüber, 2 Jahre Vorbereitungszeit, Früchte getragen hat. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Das sollten wir in Zukunft versuchen, weitestgehend immer so zu machen. Wann sollen sich die Türen des Supermarktes öffnen? Im Frühjahr 2020. Die Grabungsarbeiten, wir haben gerade noch mal nachgefragt, dauern jetzt noch 14 Tage. Und dann wird mehr als ein Bagger hier stehen. Szenenwechsel. Zwickau. Innenstadt. Ein Objekt, um das ebenfalls schon lange diskutiert wird, ist das frühere Kaufhaus Jo. Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass hier der Betreiber des Fashion Outlets in der Schubertstraße einen weiteren Verkaufsstandort plant. Sven Itzek hat zwischen dem Interessenten, der Schmied GmbH, und dem Verkäufer, dem Schweizer Unternehmen Unimo, vermittelt. Verhandlungspartner war Aufsichtsrat Ulrich Gerstner. Ich habe ihm am Telefon gesagt, Herr Gerstner, Sie müssen morgen nach Zwickau kommen. Da gibt es hier einen Termin. Das war der Donnerstag, wo die Stadträte eingeladen waren in der Firma Schmidt. Ich habe vor 17 Uhr den Termin besucht, habe mich mit dem Eigner des Unternehmens, mit dem Herrn Schmidt, mit der Frau Schmidt, mit seiner Tochter und mit dem Herrn Rös, mit dem kaufmännischen Leiter des Unternehmens dort getroffen und habe ihn unsere Vorstellung, Stadtvorstellung näher gebracht, doch in der Innenstadt auch was zu tun. Am 27. März kam es schließlich zu einem Treffen der Beteiligten direkt am Objekt. Auch mit der Zwickauer Baubürgermeisterin wurden bereits Gespräche geführt. Kurz noch zum Stand heute. Ich telefonierte in der letzten Woche und auch vor unserem heutigen Termin jetzt hier gerade mit den Vertragsparteien. Die haben sich in der Abfolge, die war nicht so lang wie bei dem letzten Projekt, mehrfach miteinander getroffen. Es geht im Moment noch um die Feinabstimmung. Was meine ich mit Feinabstimmung? Wie wird das Objekt vom Eigentümer an den Nutzer übergeben? Brandschutz etc. pp. Und wir sind auf einem guten Weg und ich hoffe, dass die nächsten 14 Tage, 3 Wochen vermeldet werden kann, dass der Mietvertrag mit allen Nuancen ausgearbeitet ist, unterschrieben ist und die Stadt Zwickau und das ehemalige Jo wieder mit Leben gefüllt wird. Möglich, dass sich die Türen bereits in diesem Jahr wieder öffnen, wenn alles wie geplant läuft. Wahlkampf polarisiert auch die Menschen. Was der eine gut findet, lehnt der andere vielleicht sogar ab. So funktioniert Demokratie. Blinde Zerstörungswut hingegen hat mit Demokratie nichts zu tun. In Eckersbach hat es die Linken getroffen. Ja, zu beklagen ist, es gibt ja nun jede Menge Wahlwerbung. Auch wir haben unsere Plakate jetzt überall in Zwickau verteilt, große Plakatwände. Und leider gibt es halt Leute, die ihre politisch andere Auffassung durch Zerstörung zum Ausdruck bringen. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Denn ich sag mal, wir sind keine große Partei, die das alles von der Firma machen lassen kann. Das ist alles Handarbeit. Und es ist halt traurig, dass wir dort eine Zerstörung eines solchen Großplakates zu verzeichnen haben. Die Polizei hat die ganze Sache aufgenommen, hat DNA-Spuren genommen. Ich hoffe, dass die Täter auch erwischt werden. Aber wie gesagt, es ist sehr traurig. Ich sage mal, politisch andere Meinung, davon lebt die Demokratie. Das kann man in einem Zwiegespräch ausdiskutieren. Aber sich an Gegenständen auszulassen und Sachen zu zerstören, das sollte eigentlich nicht der Weg der politischen Auseinandersetzung sein. Und ja, auch so eine Wand kostet mit der Beklebung um die 500 Euro. Einschüchtern lassen wir uns nicht. Und ich weiß auch nicht, wer es war, ob es der politische Gegner war oder ob es alkoholisierte Jugendliche waren. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wie gesagt, es ist traurig, aber einschüchtern lassen wir uns auf gar keinen Fall. Auch die Bürger für Zwickau wollen mit voller Power in den Stadtrat einziehen
und sind dabei sogar richtig kreativ geworden. Erstmal prinzipiell Respekt an die Leute, die sich einsetzen. Willst du was riskieren, musst du erstmal deinen Plan setzen. Burger für Zwickau, Listenplatz 52. Heute schaut doch jeder auf sein Geld, es wird für keinen günstig. Medienpolitik, es wird über jeden irgendwas gesagt. Und nicht schlecht, das Schwarze ist das schwarze Schaf. Wir können verändern, was wir wollen mit der Stimme. Und wir bringen das Thema auf den Tisch in euren Sinne. Meine Meinung hab ich endlich in Details verpackt. Ich bin Zwickau treu geblieben, denn ich liebe diese kleine Geisterstadt. Ah, ich hol die Jugend von der Straße. Doch was wollen wir machen, wenn die Clubs zu sind und nicht da sind? Und für Geschäfte wird es schwer. Wer kennt noch die Kneipenmeile damals? Werbung. Clara wird 200. Zwickau feiert den runden Geburtstag zum Schumann-Fest mit zahlreichen Veranstaltungen und Weltstars wie Constanze Eickhorst, Peter Bruns und Mara Dobrescu. Am 8. Juni erleben Sie das Oldenburger Puppentheater Laboratorium mit seiner vielgelobten Schumann-Inszenierung im Schumann-Haus. Am 9. Juni gastiert an gleicher Stelle die Schumann-Preisträgerin Ragna Schirmer mit dem Programm Clara in Concert. Die russische Pianistin Natalia Posnova und ihr Trio Trinity of Queen spannt zum romantischen Lichterfest im Schwanenteichpark am 14. Juni einen Bogen von Clara und Robert Schumanns Liedern hin zu den unsterblichen Liedern von Freddie Mercury und der Gruppe Queen. Einen Tag darauf, am 15. Juni, erleben Sie einen szenischen Abend um Clara Schumann im Mahlsaal des Theaters Plauen-Zwickau. Das vollständige Programm des Schumann-Festes finden Sie unter schumann-zwickau.de. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Wahre Stärke kommt von innen. Der neue Citroën C5 Aircross SUV, der Comfort Class SUV. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Weil es Spaß macht, weil das Team toll ist, weil ich fit werden will, weiterhin abnehmen, weil man Leute kennenlernt. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Arbeit in der Region gesucht? Im Stellenmarkt bei TV Westsachsen fündig werden? Täglich in unserem Programm. Bereit. Bereit für die Zukunft. Bereit für mehr. Bereit für Internet in Turbospeed. Surfen mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Monatlich ab 20 Euro. Jetzt buchen auf pure.com. Thank you.
Für sein Engagement mit Menschen zu sprechen und ihnen zu helfen, wurde Bernd Stubenrauch zum Vogtländer des Jahres 2017 gewählt. Er ist stolz auf seine Stadt, auf die Errungenschaften der letzten Jahre. Doch etwas in der jüngsten Vergangenheit macht ihn unglaublich wütend. Meine Stadt Plauen, was wir alles in den letzten Jahren erreicht haben, ich bin stolz darauf. Viele Plauener sind stolz, was hier in Plauen geschaffen wurde. Wir stehen vor der BA, vollkommen neu umgezogen in das alte Gerichtsgebäude. 400 Studenten werden sich hier Tag ein, Tag aus die Klinge in die Hand geben. Das sind Zukunftsvisionen, die Realität geworden sind. Wir hätten nie daran gedacht, dass der Freistaat uns hilft, unsere Schlossterrassen, unser Schloss herzurichten. Wir als Plauener können über unsere Stadt nur froh sein, was hier in den letzten Jahren geschehen ist. Was mich allerdings so richtig als Plauener erregt, ist das, was am 1. Mai hier stattgefunden hat. Das, was die Presse daraus gemacht hat und das Fernsehen, ist das eine. Vor 3 Jahren bereits war ein solcher Auflauf in Plauen von dem Dritten Weg. Heutzutage oder am 1. Mai hat man dann direkt darauf gewartet, das in alle Medien zu bringen. Bis nach New York haben wir es geschafft, in die New York Times. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen als Demokraten hier in der Stadt, als Bürger, uns dagegen auflehnen, dass unsere wunderschöne Stadt, die eine aufstrebende Stadt ist, die 50 Millionen Fördergelder bekommen hat, vom Freistaat 25 Millionen, von der Bundesregierung 25 Millionen, die wir investieren können, die wir in unsere weitere Entwicklung der Stadt investieren können, für unsere Jugend investieren können. Hier müssen wir alle als Demokraten zusammenstehen. So etwas darf nicht wieder passieren. Wir sind natürlich auch erregt darüber, dass das unsere Behörden in so einer Art und Weise zugelassen haben. Ich sage, und das sage ich aus meiner eigenen Erfahrung und meine persönliche Meinung, wenn unsere Stadt noch kreisfrei gewesen wäre, wir als Stadträte hätten gekämpft, dass das nicht so in diesem Umfang stattfindet. Und ich glaube, hier sollte sich die Veranstaltungsbehörde schon einmal hinterfragen, ob sie alles richtig gemacht hat. Ich will meine Stadt nicht braun sehen, ich möchte meine Stadt aufblühen sehen, ich möchte wieder auf 67.000, 68.000 Einwohner hierher kommen. Das schaffen wir, wenn wir den Jugendlichen anbieten, schöne, gute Arbeitsplätze zu haben. Industriegebiet Oberloser, was wir erstellen möchten. In der Innenstadt gibt es viele Händler, die wirklich attraktiv arbeiten, die gut arbeiten. Denen müssen wir den Grundstein legen, dass es im Plauen weiter aufwärts geht. Um das neue Fashion-Outlet in Zwickau-Pölbitz kehrt keine Ruhe ein. Daran ändert auch der Beschluss des Chemnitzer Verwaltungsgerichtes nichts, der die Öffnung erst ermöglicht hatte. Die Stadt hat noch die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Der Förderverein Stadtmanagement Zwickau liegt damit der Stadt auf einer Linie. Die Mitglieder befürchten, dass die Kaufkraft durch das Outlet aus der Innenstadt abgezogen werde. Dazu die Einschätzung der Einzelhandelsexpertin Konstanze Arndt. Also wir als Förderverein Stadtmanagement haben uns eben nochmal mit einem Schreiben an die Stadtverwaltung und auch an die Öffentlichkeit und die Stadträte gewandt, weil wir für die Zukunft einfach möchten, dass man sich an bestehende Einzelhandelskonzepte oder Planungsvorgaben hält, um dort für alle Beteiligten, sowohl für die Bürger der Stadt Zwickau als auch Investoren, neue Unternehmen, aber auch bestehende Unternehmen, Planungssicherheit zu haben und damit eben auch eine positive Entwicklung für die Stadt Zwickau zu erreichen. Der AWO-Kreisverband Auerbach im Vogtland erhielt einen VW Caddy 7-Sitzer, welcher durch Werbeflächen auf dem Fahrzeug finanziert wird. Um den Werbepartnern und Sponsoren Danke zu sagen, lud die AWO am vergangenen Freitag zur Einweihung des Fahrzeuges ein. Der Einsatz des Fahrzeuges ist grundlegend für alle Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen der AWO vorgesehen. Haupteinsatzbereich ist die Trainingswohngruppe in Treuen, eine Wohngruppe für Jugendliche ab 16 Jahren, welche sich auf das eigenständige Leben vorbereiten und dabei Unterstützung durch die Mitarbeiter erhalten. Genutzt wird das Fahrzeug auch für Lebensmitteleinkäufe, Fahrten zu Ämtern und Behörden, Facharztterminen und allen wichtigen Angelegenheiten, in welchen die Jugendlichen Begleitung benötigen. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Seit Sonntag drehen die Züge des Museumsgartenbahnvereins Werdau wieder ihre Runden. Bestaunen können die Besucher der Einrichtung erstmals auch den Neubau der Burganlage, die zentral in die beliebte Anlage eingebettet ist.
Sie entstand in unzähligen Arbeitsstunden dank des Einsatzes von Vereinsmitglied Andreas Höll und ersetzt ihr Vorgängermodell. Das nächste Highlight im Kalender ist das große Gartenbahntreffen am 8. und 9. Juni von 10 bis 18 Uhr. Dann können Besucher wieder jede Menge Fahrbetrieb auf der Regelspur und den Schmalspuren erleben. Zahlreiche Züge rollen dann auf den insgesamt 383 Metern Gleislänge. Werbung. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopädics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Sie suchen dringend Mitarbeiter und Auszubildende? Sie haben alles versucht, aber hatten keinen Erfolg? Wir haben die Lösung. Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Du bist interessiert an Großraum- und Schwertransporten und hast Bock, richtig große Autos zu fahren. Mit einem Clip im Stellen- und Ausbildungsmarkt bei TV Westsachsen erhöhen Sie mit uns Ihre Aufmerksamkeit. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gern. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Der Gasthof Giegengrün und das Giegengrüner Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof Giegengrün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten. Das ist das Besondere im Gasthof Giegengrün. Mit Abschluss der Regionalliga-Saison 2018-19 haben zwei weitere Leistungsträger ihre Verträge beim VfB Auerbach verlängert. Torhüter Maximilian Rosenkranz hat sich für das kommende Spieljahr, Defensivspezialist Philipp Müller für noch mindestens 2 Jahre an den Verein gebunden. Auch der FSV Zwickau vermeldet personelle Veränderungen.
Innenverteidiger Brian Gaul verlässt den Verein auf eigenen Wunsch. Mit Ali Odabas kehrt dagegen ein bekanntes Gesicht in die Innenverteidigung des FSV zurück. Er unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30.06.2020 plus ein Jahr Option. Noch vor dem letzten Punktspieltag teilen Mannschaftsleitung und Trainer der SG Jößnitz den Rückzug aus der Frauenfußball-Landesliga Sachsen mit. Mit viel Vorfreude und den Erfolgen von zwei hintereinander gewonnenen Meisterschaften in der Landesklasse im Rücken starteten die Jößnitzerinnen in die Landesliga-Saison 2018-19. Der nun avisierte Rückzug in die Landesklasse sei vielschichtig und nicht nur im sportlichen Misserfolg begründet. Nicht kompensierbare Abgänge, verletzungsbedingte langfristige Ausfälle und ein ständiger Schrumpfkader seien allerdings hauptursächlich. Auch der wirtschaftliche Aspekt spiele dabei eine Rolle. Ziel solle es nun sein, mit einem größeren Kader in der Landesklasse zurück zu alter Stärke zu finden. Dazu hoffe und rechne der Verein mit dem einen oder anderen Neuzugang. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Wir starten mit Regenschauern in den Mittwoch, die bis zum Nachmittag aber nachlassen. Allerdings weht dazu ein recht ungemütlicher Wind. Die Temperaturen erreichen maximal 16 Grad. Die Aussichten: Der Donnerstag beschert uns einen Mix aus Sonne und Wolken und Höchstwerte um 18 Grad. Am Freitag dann ein ähnliches Bild mit bis zu 20 Grad. Aber schon am Samstag kündigen sich erneute Regenschauer an. Die Pollenflugvorhersage für Westsachsen. Die Pollen der Eiche sind am Mittwoch mäßig in der Luft vertreten. Das war tagaktuell vom Dienstag. Ich bedanke mich fürs Einschalten und freue mich, Sie morgen, wie gewohnt, um 19 Uhr wieder hier bei tagaktuell begrüßen zu dürfen.